schlechter als das, was ich habe. Nee, so funktioniert das ja bei Fachärzten nicht. Die sagen, wir haben keine Zeit. Termine sind voll, verpiss dich. Du bist kein Privatpatient. Und wenn du uns in den Boden vollblutest, ist uns egal. Nee, funktioniert leider nicht so. Habe ich schon mal versucht. Die schmeißen sich da raus. Beim Unfallchirurgen kannst du es machen. Aber nicht, wenn du was anderes hast. Weil mein Chirurg macht das auch. Da kann ich auch frühzeitig hinkommen, Blut in den Fußboden voll, der schneidet mich auf. Das bringt ja auch nichts, wenn ich in die Notaufnahme ins Krankenhaus gehe, weil bringt auch nichts. Die sagen auch, ey, gehen Sie mal jetzt zu einem Facharzt. Erhöht die Menge im Kampf erhaltener EP? Nö, komm hier. Geld, Geld. Bei Leveln ist auch cool. Ja, unsere Schwerter haben 160 Schaden. Aber wir können sie uns trotzdem mal angucken. Tschüss. Okay. Kämpferherz, können wir die vielleicht upgraden? Frankie, Hallöchen. Ja, du hast recht auf Behandlung. Die Frage ist nur, wann? Oh, und solange du nicht irgendwo mit deinen Organen im Arm irgendwo reinkommst, sagen die, machen sie mal einen Termin in 6 Wochen. Ja, ich werde morgen anfangen so. Ich werde meinen Radius von Arztsuche morgen von hier und dann immer weiter bis aufs Dorf raus. Und auf Dörfern kriegt man meistens auch bei Fachärzten relativ zeitnah einen Termin. Oder in kleineren Städten. So, der nächste Termin wäre halt erst irgendwann in der 2. Augustwoche. Bei den beiden Ärzten, wo ich online buchen könnte. Und das ist mir ein bisschen lange hin. Müssen wir mal gucken, ob wir die upgraden können vielleicht. Die sahen beide nicht so cool aus. War groß, das eine oder das andere war blutig. Aber jetzt nicht so cool. Frankie, wie geht's? Wie war der Sonntag? So, was haben wir gemacht beim letzten Mal? Wir sind ein bisschen im Kreis gelaufen, ne? Genau, wir waren hier, wir haben uns die Ruinen angeguckt und jetzt müssen wir wieder zurück zu Martha. Hatten wir erfahren, was da jetzt los ist mit den Trägern, die hier bis zum Ende ausgebeutet werden und sich dann in lustigen Steinfiguren verwandeln. Knurrt nur. Der Vogel. Fliegende Gegner sind einfach immer nervig. Man. Spielt Escape Room. Stimmt, hatte ich gesehen irgendwie im Dings Discord stand das. Sind so Escape Room Spiele gut? Es gibt ja mehrere sogar davon. Wobei, das scheint, als wenn man wieder mit Freunde. Das war's! Apropos Freunde, ich habe letztens den Monologist geschenkt bekommen. Und den Vogel einfach mit Vogelkrallen getötet. Aber die haben Loot bewacht. Aber kommen wir mal wieder neue Räume dazu. Okay, das ist ja cool dann. Ja, das war ein Fehler. Voll daneben geschlagen. Okay, jetzt müsste ich jetzt müsste ich hörbar sein. Tut mir leid.
Ja. Jetzt schreie ich. Und dann machen wir einen runter. So. Jetzt habe ich einen leiser gemacht. Was denn? Nee, flauschen wir dich eben. Ah. Das gefällt dir. Dank böse, ja. That's me. Evil Ank. Gib mir den Mut. Oh, das ist doch wieder ein Büffel. Das war's. Stirb. Das ist noch viel mehr Mut in die Richtung. Also, wir werden auf unsere 70 Stunden kommen, definitiv. Und falls mir meine Hand nicht abfällt, werden wir auch ganz normal. Oh, das ist eine schwierige Entscheidung. Also ein Aircooler erzeugt halt auch immer Wärme. Die haben ja trotzdem so einen Warmluftabschlauch, ne? Abluftschlauch für warme Luft, oder? Perfekt ausgewichen. Leg dich hin, mein Freund. Ich habe ja auch so eine Klimaanlage in der Küche stehen, beziehungsweise hinter mir, die von der Küche hier in den Raum reicht. Knapp vorbei. Aber da habe ich zum Glück so einen Abluftschacht, wo ich dann quasi warme Luft hinein ableite. Obwohl die Küche dann trotzdem immer noch ein bisschen wärmer ist, weil die Luft halt, also der Schlauch, gibt, wo die warme Luft durchgeht, sondert die auch Wärme ab. Aua. So langsam. Das war richtig gut ausgewichen. Okay. Das klingt interessant. Wie effizient sind sie jetzt so, was Raumgröße und so angeht? Ich habe einen sehr großen Raum auch. Das Boostergerät bringt ja nichts bei mir. Okay, das Gebiet ist schon ein bisschen größer. Ich muss die ganze Zeit auch so dumm sitzen, damit mein Handgelenk gerade ist. Aber diese rotorlosen Ventilatoren sind halt auch nur Ventilatoren, ne? Wie diese Dyson-Dinger, die dann auch quasi so Luftreiniger sind. Das war's.
Es ist auch aktuell gerade richtig, richtig ätzend, was bei mir hier an Geräten läuft, damit es hier einigermaßen erträglich ist im Raum. Ich habe einmal ja meinen... Da steht der Ventilator in der Ecke. Hier hinter mir ist einmal der Luftreiniger und daneben Luftreiniger / Befeuchter. und und dahinter die Klimaanlage. So, ich glaube, jetzt haben wir da einmal alles durch. Wir waren jetzt auch hier unten, ne? Ja. Und zur Kathedrale sind wir oben rumgegangen. Ja, dann haben wir hier alles. Ja, Ventilator mit Luftfilter drin, okay. Also wenn du es kühler haben willst, macht wahrscheinlich das andere ein bisschen mehr Sinn. Oh, Musik. Sonst bei Amazon bestellen, ausprobieren, notfalls auf 4 Wochen zurückschicken. Nacken, Schulter, Rippchen, alles frisch. Tretet ruhig näher. Du durftest mit deinem Schwert sicher seit Tagen nicht mehr richtig zustechen. Komm doch zu mir rein. Nicht, dass es noch rostet. Ich zeig dir nur zu gerne, was meine Klinge so alles kann. Nach meinem Dienst. Ja, dann würde ich, glaube ich, Tatsache den Kühler nehmen. Die Eingangstür ist doch auf der anderen Seite. Oh Mann. Die Steuern sollen schon wieder. Egal, wir haben uns die schöne Stadt nochmal angesehen. Wie cool muss es in so einem kuscheligen Örtchen zu leben? Oh, zurück! Danke für den Botengang. Wir kommen mit einer Nachricht für dich. 2 weitere sind vergangen. Verstehe. Kommt mit nach oben. Nun, wisst ihr Bescheid. Im Krieg habe ich viele Träger sterben sehen. Doch niemals so. Und alles nur, weil sie anders geboren wurden. Ihre besondere Gabe kann man ihnen nicht entreißen. Also begnügt man sich stattdessen mit ihrer Menschlichkeit. Es ist ja nicht so, als hätte niemand Mitleid mit ihnen. Doch solange wir nur im Verborgenen Tränen für jene vergießen, deren geschundene und blutende Schuld an uns tragen, ändern wir nichts. Also unterstützt du Sid und seine Leute? Tja, ich helfe, wo ich kann. Mit den Gil, die der Laden hier abwirft, kaufe ich Träger frei. Deshalb hat der Abt von deinen Trägern gesprochen. Ja, sie sind mein Eigentum, dem Gesetz nach. Ich nehme mich derer an, für die es keine Hoffnung mehr gibt. Und alle anderen sind leider ohnehin unbezahlbar für mich. Doch genug der traurigen Worte. Bernard ist fertig mit der Brücke und der Weg nach Eastpool ist frei. Schließlich seid ihr auf der Suche nach Antworten. Ich hoffe, ihr findet sie. Danke, Martha. Oh, das hätte ich fast vergessen. Sid und ich haben noch mehr Freunde in Rosaria. Hiermit geben sie sich euch zu erkennen. Oh, schlummernder Chocobo als Siegel. Und meine Tür steht euch jederzeit offen. Kühlung vom Verdunstung vom Wasser, Eis. Das klingt eigentlich auch gut, wenn es funktioniert. Du hattest recht, Sid. Sie sind es wirklich. Lord Rossfield und Lady Warwick sind zurückgekehrt. Lang mögen sie bleiben. Er hat uns angekündigt? Oh. Ha, guck mal, da sind 25% extra Geld. Wenn das mal in echt funktionieren würde. Und ordentliches Handwerk.
Jetzt müssen wir unsere Klingen und Körper verkaufen. Ist nicht auch irgendwie in 2-3 Tagen Prime Day oder sowas? Oh. Sid. Ah, Clive. Wo kommst du denn her? Bist du verletzt? Ja, die Hand. Tut's leider nicht mehr wie früher. Darf's nicht so übertreiben. Ich seh's als Fluch und Auszeichnung meiner wilden und langen Dienstjahre. Ihr seid nicht hier, um mir beim Packen zu helfen, oder? Leider nicht. Danke, Sid. Für alles. Ich werde euch Hübschen nicht aufhalten. Und solange ihr mir nicht in die Quere kommen wollt, wünsche ich euch das Beste. Sid! Ich kannte mal eine Frau. Wow, krass. Sie war gejagt vom Schicksal, so wie du. Ich wollte sie retten. Ich dachte, ich könnte ihr helfen. Aber nur etwas zu wollen, reicht leider nicht. Sid. Ich bin kein Held. Nur ein eingebildeter Narr. Ich schwinge große Reden über die Zukunft. Aber so richtig zuhören wollten mir noch nicht viele. Und wenn sich niemand für deinen Scheiß interessiert, sollte man vielleicht den Mund halten. Aber Clive, merk dir eins. Du bist kein Monster. Du bist derselbe wie vorher. Glaub daran, dann entkommst du deinem Schicksal. Schicksal? Hör zu, du hast es schwer gehabt. Und es wird nicht einfacher werden. Vielleicht wirst du niemandem helfen können. Aber zumindest dich selbst kannst du noch retten. Ich versuch's. Und Jill? War leider ein kurzes Vergnügen. Pass gut auf den Schlingel hier auf, ja? Ja, werde ich. War das alles? Ja. Dann sollten wir zurück. Die Alte wartet sicher auf uns. Man sieht sich. Heim und Weh. Bisschen... Also Anfang weiß ich nicht, kann man glaube ich noch so nennen. Wir sind jetzt 10 Stunden drin. Wir haben jetzt quasi unsere eigene Reise erst begonnen. Der Huni, das ist ein Welpe, den hatten wir schon als Kind. Das magst du was. Ist ein Huni. Süßer Huni. Das ist eine Kindheitsfreundin, die wir wiedergefunden haben. Über Umweg. Jetzt haben wir eine Nebenmission. Ich muss ihn finden. Ja. Keine Zeit, ich... Oh, du bist Clive, nicht wahr? Martha hat mir viel von dir erzählt.
Es heißt, du seist geschickt mit der Klinge. Du scheinst es eilig zu haben. Wohin des Wegs? Hoffentlich nicht weit. Aber jeder Moment, den ich hier vertrödle, könnte jemanden das Leben kosten. Klingt ernst. Was ist los? Es geht darum, was passieren könnte. Sie haben gemerkt, dass er ein Träger ist. Und nun will einer seiner früheren Freunde und Nachbarn ihn in Ketten legen lassen. Wo ist dieser Träger? Er war nicht so dumm, auf die Kaiserlichen zu warten. Der arme Kerl ist abgehauen und hat sein ganzes Leben hier aufgegeben. Aber sie werden ihn bald verfolgen. Ich muss ihn finden und ihn verstecken, und zwar schnell. Clive, wenn du die Zeit erübrigen kannst, wäre mir deine Hilfe willkommen. Kannst du mir helfen, ihn zu suchen? Natürlich. Natürlich. Wir Träger dürfen einander nicht im Stich lassen. Danke, Clive. Mit deiner Hilfe finden wir ihn bestimmt. Er heißt Norris. Wir müssen ihn finden und zu Martha bringen, bevor die Kaiserlichen ihn kriegen. Hast du ihn schon? Du wirst den Bastard nicht erwischen, wenn du hier rumstehst und quatschst. Diese elende Schlange hat mich getäuscht. Hat getan, als wäre er einer von uns. Dabei gehört er zu denen. Wir müssen ihn fangen und den Kaiserlichen ausliefern. Der Strick ist zu gut für ihn. Nun wird's bald. Wenn er entkommt, landet dein Kopf in der Schlinge. In Ordnung, Ronald. Wir wollten grad los. McDonald? Sieh doch, ich habe einen Helfer. Ich habe ihm alles erklärt. Ha, du willst Träger mit Trägern fangen, oder was? Das glaubst du doch selbst nicht. Mir reicht's. Ich finde den Kerl alleine. Warte doch, Ron. Da draußen ist es gefährlich. Wir wollen nicht, dass dir etwas zustößt. Aber du kannst doch deshalb keinen Träger schicken. Clive, das kann hier noch dauern. Geh du schon auf die Jagd. Ich komme, sobald ich Ronald beruhigt habe. Jemand will Norris am gefallenen Tor gesehen haben. Hör dich am besten dort um, ob jemand etwas weiß. Wir müssen ihn finden. Er darf uns nicht durch die Lappen gehen. No, no, no. Ich finde diesen Norris besser, bevor Ronald es selbst in die Hand nimmt. Träger sind ziemlich einfach zu erkennen. Was hat er wohl damit gemeint, dass er getäuscht wurde? Komm, die nehmen wir auch direkt an. Du bist doch dieser Träger, der für Martha arbeitet, oder? Hilfst du mir eben? Blöd wie ich bin, ist mir mein Kristall aus der Hand gerutscht und in den verdammten Sumpf gefallen. Und weil ich nicht so eine Gabe wie du besitze, kann ich ohne den Splitter meine Fische auf dem Weg zum Markt nicht kühlen. Du schaffst es bestimmt schneller, ihn zurückzuholen als ich. Klar, mach mal. Ich kann nichts versprechen. Versprich nur zu suchen. Ach, ich habe vergessen, etwas über den Kristall zu erwähnen. Ein wildes Tier könnte ihn verschluckt haben. Sag bloß. Könnte, wohlgemerkt. Ich konnte es nicht genau sehen. Aber da unten sind so viele Sumpfkrabben. Die haben sich alle draufgestürzt. Klingt, als müsste ich ein paar Schalen knacken. Ich bin mir sicher, dass du das souverän meistern wirst. Einfach die Leiter hier runter, ja? Viel Glück. Selbstverständlich, Kollege. Kollege Flutschfinger. Okay, für ihn sollen wir die Leiter runter, aber wir gehen erstmal zum Tor und suchen den Norris. Nicht, dass Ronald McDonald kommt und böse Sachen mit ihm anstellt. Wieso ist da hinten eigentlich noch Loot? Wieso ist da hinten eigentlich überall wieder Loot? Wir waren da unten und haben den Loot eingesammelt. Du kennst nicht zufällig einen Norris, oder? Doch, kenne ich. Ist vor kurzem in diese Richtung gelaufen. Sah aus, als hätte er es sehr eilig. Er hatte eine Laterne dabei, warum auch immer. Eigentlich ist er keiner, der im Dunkeln noch draußen bleibt. Dann ist er also in die Sümpfe gegangen. Alles klar. Danke. Ludwig Spawn. Dieser Tage muss man damit rechnen, auf der eigenen Türschwelle von mir. Ja, Tatsache, der Loot ist respawned.
Aber die Gegner sind noch weg. Er kann nicht weit sein. Ich sollte die Augen offen halten. Oh, ich habe keine Heiltränke mehr. Eine Laterne. Eine Laterne. Die muss von Norris sein, kein Zweifel. Wenigstens weiß ich jetzt die Richtung. Der Gegner sind ja keine Bedarfserschallung gebracht. Jemand hat sie abgemetzelt. Ich frag mich, ob das Norris war. Abgemetzelt. Norris nehme ich an. Lass mich in Ruhe. Du trägst kein Mal. Deshalb konntest du also alle täuschen. Ronald hat dich geschickt, oder? Hetzt einen Bluthund auf seinen besten Freund. Ich dachte, wir ständen uns nahe. Dann habe ich in seine hasserfüllten Augen geblickt. Doch das ist jetzt alles egal. Ich lasse mich nicht versklaven. Von einem Träger zum anderen, bitte! Misch dich nicht ein! Du weißt, wie sie uns behandeln! Nicht dein Freund schickt mich, sondern einer von Marthas Männern. Er wollte, dass ich dir helfe. Ich verstehe nicht. Martha nimmt Träger bei sich auf. Sie ist auf unserer Seite. Du kannst ihr vertrauen, glaub mir. Wer hätte das gedacht? Aber es überrascht mich nicht. Sie hat ein gutes Herz. Warte hier und bleib außer Sichtweite. Du bist bald unter Freunden. Danke dafür, dass du das für mich tust. Und verzeih, was ich gesagt habe. Du bist kein Bluthund. Weit davon entfernt. Ich wurde schon schlimmer beschimpft. Oh, ich habe vorhin eine Laterne gefunden. Ich nehme an, das ist deine. Danke. Ich habe sie verloren, als diese Kreaturen mich angegriffen haben. Aber wenn ich ehrlich bin, war ich irgendwie froh, sie los zu sein. Ron hatte sie mir gegeben. Gut, ich werde sie behalten. Vielleicht kann ich damit die Suche der Kaiserlichen beenden, bevor sie beginnt. Oh, ich erzähle dir einfach, dass... Träger ohne Mal. So lange frei zu leben und dann von einem Freund verraten zu werden. Schon nicht ohne. Ja, jetzt können wir wahrscheinlich erzählen, hey, guck mal hier, wir haben die Laterne, er wurde von Wölfen gerissen, nur die Laterne ist übrig geblieben. Tschüss! Bin nur für die Loot dahin gelaufen. Okay. Der Loot respawnt. Tage muss man damit. Beenden wir erstmal die Mission, bevor wir runterspringen. Als ob ich sowas einem Träger überlassen würde. Ich gehe selbst. Du bist ja schon zurück, Clive. Wie läuft die Suche? Sag schon, Träger! Hast du den Bastard erwischt? Nur was von ihm übrig war. Ein von Bestien zerfetzter Leichnam. Und das hier. Zeig das mal her! Nein, das kann nicht sein. Können wir den Fall als abgeschlossen betrachten? Oder willst du die Leiche sehen? Nein, ich meine, was soll ich mit den Überresten? Er ist tot! Ende der Geschichte! Ich wünschte nur, dass diejenigen, die seine Veranlagung entdecken sollten, ihre Pflicht getan hätten. Einen Träger ohne ein Mal rumlaufen zu lassen. Wo kommen wir denn dahin? Was sollen denn jetzt die Leute von mir denken? Da kommt der Trägerfreund, wird's heißen. Mein Ruf ist ruiniert. Ist es wahr, Clive? Ist Norris wirklich...
Er lebt. Du findest ihn in einer Hütte in den Sümpfen. Er wartet dort auf dich. Oh, du bist ja mit allen Wassern gewaschen. Du hast das Richtige getan. Danke. Es ist nicht viel, aber bitte, nimm das. Ja, das war smart gelöst von uns. Wo ist denn der Link von dem Tisch hin? Da. Guck gerade mal. Was? Neuen Stuhl brauche ich auch irgendwann. Das ist auch so ein Ding. Aber das musst du noch warten ein bisschen. Jetzt nach Dokumi und allen erstmal wieder ein bisschen ruhig treten, was Geld ausgeben angeht. Das war jetzt erstmal ein bisschen viel und jetzt kommen ja auch in der nächsten Zeit die ganzen Games. Ein bisschen ruhiger bleiben. Urlaubsgeld bekommen. Oh Gott, ist das nice. Ich dachte auch so Anfang des Jahres, so yay, 1200 Euro Prämie, Sonderzahlung, zack, 550 habe ich gekriegt. Effizient nach Steuern. Das Krabbenkristalle fressen wir mir neu. Das wird interessant. Das war's! Die Steuern nachgezogen werden von so Bonuszahlungen, ey, das ist einfach ekelhaft. Bleib liegen! Vor allem gab es hier Tatsache vom Staat auch hier diese Möglichkeit von steuerfreien Sonderzahlungen. Aber das wird bei uns halt einfach nicht angeboten. Das muss er sein. Länger als nötig werde ich nicht hier unten bleiben. Mal Weihnachtsgeld. Ja. Macht schon durch Corona, hier kriegst du diese Sonderzahlung, kannst du steuerfrei ausgezahlt kriegen oder machen die Unternehmen das nicht? Verstehe ich auch nicht. Wird bestimmt irgendeinen Grund haben. Und? Hast du ihn? Ja, hier, bitte. Ja, Kirchensteuer zahle ich auch noch. Danke, du hast mich gerettet. Aber da musst du ja erstmal einen Termin machen, da musst du 4 Monate warten, da musst du hingehen, da musst du dir erklären, warum du austreten willst. Und da musst du 35 Euro bezahlen, damit du austreten kannst. Noch länger ohne Kühlung und man hätte meine Fische von hier bis zum Markt gerochen. Pass in Zukunft besser auf. Das werde ich, glaub mir. Sonst brauche ich morgens meine Netze gar nicht erst auszuwerfen, wenn ich den Fang nicht in die Stadt kriege. Früher hat man als ehrlicher Steuerzahler jederzeit neue Kristalle bekommen, aber die Zeiten sind lange vorbei. Die Vorräte sind leer und wer keinen Kristall mehr hat, für den gibt es keine Hoffnung. Wenn ich meinen noch einmal verlieren sollte, dann werfe ich meine Netze in den Sumpf und gehe betteln. Okay. Er hat zumindest schon mal einen Zukunftsplan. Ich hätte gerne eine Spülmaschine.
Eine Spülmaschine. Oh, da oben ist auch noch eine Mission auf dem Weg. Meine Handposition zum Spielen ist einfach super weird. Die Steuern sollen schon wieder erhöht werden. Meine Hand liegt gerade auf meiner linken Armlehne und nur mein Daumen und mein Zeigefinger berühren den Controller. Und mit der rechten Hand halte ich den Controller fest. Ich habe stabiles Holz benutzt. Die Brücke hält. Ich würde mir eher Sorgen machen, was auf der anderen Seite lauert. Nee, kann ich ja nicht. Ich bin ja eingeschränkt. Martha hat gesagt, die Fäule sei schuld daran, dass sich Kreaturen aus dem Norden hier ausbreiten. Unterwegs werden wir wohl noch ein paar treffen. Dann sollten wir wohl immer auf der Hut bleiben. Ja! Ins Leere geschlagen. Mal gut gegangen. Macht das Sinn, jede Ecke abzugrasen? Also, Story erklären, okay. Warte, dafür mach ich die Weltkarte auf, dann kann ich das ein bisschen besser... Ich versuch's nochmal. Ich hab's gestern, glaube ich, ganz gut einmal hingekriegt. Also, wir sind Clive. Wir sind Sohn des Königs von diesem Ort hier gewesen. Das war vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren wurde dann unsere Burg angegriffen von den Kaiserlichen. Und wir haben in der Burg mit unserem Bruder Jill, den Hundiwelpen, unserem Vater und unserer Mutter gewohnt. Und eines Nachts wurden wir halt angegriffen. Und unser Bruder war ein Dominus. Das heißt, der kann sich in eine Esper verwandeln. Quasi, der war der Phönix. Also könnte sich in den Phönix verwandeln und als Phönix Action machen und Leuten aufs Maul hauen. Und das ist dann in dieser Nacht auch passiert. Als wir angegriffen wurden, nachdem unser Vater von dem Bösen geköpft wurde. Als er wütend geworden, wie ein Super Saiyajin, hat er sich dann in Phönix verwandelt. Ist dann ausgerastet und wir wollten zu unserem Bruder, sind hingelaufen und wollten ihnen helfen. Das Phönix-Tor wurde angegriffen, nicht die Burg, okay. Genau, wir wollten ihm helfen, sind umgeplumpst, ohnmächtig geworden, haben eine Gestalt in einer Kutte gesehen, die in Flammen geleuchtet hat und sich dann in Ifrit verwandelt hat. Dann gab es einen epischen Kampf zwischen Ifrit und Phönix. Und Ifrit hat den Phönix getötet. Phönix tötet. In dem Moment ist dann halt auch der ganze Kampf vorbei und alles. Und dann kommt unsere Mutti um die Ecke. Sieht uns ohnmächtig am Boden liegen. Unsere Mutti kommt mit dem bösen Soldaten um die Ecke und sagt so, ah, tötet ihn. Und dann so 3 Sekunden später sagt sie, ah, nee, wir versklaven ihn einfach und nutzen ihn als Soldaten in der kaiserlichen Armee. Wo ist unsere Mutti jetzt eigentlich? Das wissen wir nämlich auch noch nicht. Gut, dann wurden wir von Jill, also dem Mädchen, was jetzt wieder bei uns ist, und dem Hundi getrennt. Die haben wir dann jetzt 13 Jahre später wiedergefunden. Mutti ist zumindest nicht bei mir, ja. Und die haben wir auch noch nirgends gesehen nach den 13 Jahren. Aber Mutti ist böse. Ich kenne einige von euch, dass Mutti böse ist. Haben einige von euch. Oder Melvig zumindest. Und Tobi. So ist so eine Melvig-Mutti. Ja. Mutti ist Milch holen oder so, keine Ahnung. Ja. 13 Jahre lang haben wir dann in der Armee des Kaiserlichen als leibeigener Soldat, Slave, Träger gedient. Träger sind die Leute, die die Fähigkeiten von Espas nutzen können. Also Magie wirken können
ohne Kristalle zu haben. Blablabla, bla, bla, 13 Jahre später sollten wir den Dominus der Eisernen Armee töten. Das war Jill. Denn Jill wurde auch entführt zu dem Zeitpunkt und hat dann etwas später ihre Fähigkeiten entwickelt und dass sie auch ein Dominus ist, und zwar Shiva. Also der Dominus des Eis, die Esper. Genau, die sollten wir umbringen, aber wir haben dann gesehen, oh, das ist ja Jill, die kommt uns irgendwie bekannt vor, und haben dann unsere Vorgesetzten und unsere Mitsoldaten umgebracht. Und in dem Moment kam dann noch Sid dazu, den Typ, den wir eben am Pferd gesehen haben, der hat uns gerettet, mit in seine Zuflucht genommen, uns ein bisschen aufgepäppelt, sie wieder aufgepäppelt. Danach haben wir noch ein bisschen Schlägerei gemacht in die Richtung. Gegen... Oh Gott, das war nicht die... Doch, das waren die kaiserliche Armee, ne? In die Richtung. Genau, aber dass wir ein Dominus sind, kam erst später raus. Das kam erst am Ende der letzten Folge raus. Valuta, genau. Entschuldigung. Boah. Genau, dann haben wir gegen Valuta und den Dominus des Windes gekämpft und ihr die Fähigkeiten so ein bisschen genommen. Deswegen können wir mit Feuer und mit Wind kämpfen. Und dann im finalen Kampf gegen den Dominus des Windes haben wir wieder die Gestalt, den Dominus des Feuers gesehen, der unseren Bruder getötet hat, also Ifrit, in seiner Menschengestalt, in dieser Kutte, und hat sich dann herausgestellt, dass wir uns in Ifrit verwandelt haben. Auch damals, und Ifrit aber nicht unter Kontrolle haben und unseren eigenen Bruder getötet haben. Nachdem wir gerudert den Dominus des Windes umgebracht haben. Oder verprügelt haben, totgeschlagen haben, halb kaputt gehauen haben. So, Punkt war dann so, nach dem Kampf und uns bewusst wurde, dass wir unseren eigenen Bruder umgebracht haben, unseren kleinen Bruder, der Phönix war, getötet haben, 13 Jahre lang den Mörder gesucht haben, Rache üben wollten. Ja, der Rache an sich selbst üben ist irgendwie ein bisschen blöd und schwierig. Dann wollten wir, dass uns Sid umbringt, weil wir halt unseren Bruder getötet haben. Aber der hat gesagt, nö, hier, du hattest ja, bevor wir gegen Geruda gekämpft haben, Gav, also ein Speer von Sid, auf die Suche nach dem Dominus des Feuers geschickt, der deinen Bruder getötet haben soll. Also bevor wir wussten, dass wir es selber waren. Und hat dann auch jemanden gefunden, der ein Dominus des Feuers ist. Und diesen Dominus des Feuers suchen wir jetzt. Und die Spur führt in die alte Heimat. War das einigermaßen alles? Keine Gnade. Boah, die Athema haben mich jetzt richtig in Schwitzen gebracht. Hey, Blade, Schildkröte. Aua, das war ja dumm. Wieder im Chat, ich muss mich auf die Schildkröte konzentrieren. Die hat aber auch einen langen Hals, wenn sie will, ne? Ja.
Hand anders hinlegen. So. Vermutlich getötet, weil später sehen wir noch einen Kuttenmann, seine Robe ablegt und wir sahen Joshua wieder, den Bruder, der Dominus des Feuers, der Phönix. Genau, wir haben die Szene gesehen, aber live halt nicht. Und er sah ihm schon verdammt ähnlich. Mal gucken. Stimmt. Das Leib war nackig angekettet. Im Kerker. Genau, dachten wir auch. Und vielleicht ist ja auch die Vermutung ganz gut gewesen, dass vielleicht der Phönix nicht als Esper des Feuers gilt, sondern als des Lebens. Maybe, so. Das fand ich eigentlich sehr nachvollziehbar, weil hier wurde ja gesagt, es gibt immer nur eine Esper pro Element. Und das würde dann ja schon Sinn machen. Entschuldigung, seid ihr Verbrecher? Nette Sachen habt ihr da an. Her damit! Garuda, ich brauche dich! Stimmt, Ixion hat ja auch noch das Glück-Pony. Genau, deswegen mal gespannt sein, wer hier alles so in der Welt noch auftaucht an. Ihn hat mir gesehen, Garuda, Titan, Odin, Ramumu. Oh, wer war der andere gestern noch? Bahamut. Bahamut haben wir gestern auch schon gesehen. Bahamut hat gegen Odin gekämpft. Ganz kurz. Leviathan haben wir noch nicht gesehen, ne? Bleiben die Gegner eigentlich auf Dauer tot, wenn wir die einmal umgebracht haben? Was ist das? Der sieht aus wie der im Versteck. Ah, das ist ein Dingstein. Scheint aber nicht zu funktionieren. Hm. Hallo. Peter, hierher! Friedrich. Entschuldige, ich brauche einen guten Kämpfer. Na, ganz toll. Ein Träger. Ich habe keine Zeit, mit deinem Herrn zu feilschen. Warte. Das ist doch der schlafende Chocobo. Du gehörst zum Arta. Gut, sie hätte sicher keine Einwände. Es geht ja um Wölfe. Wir haben versucht, mit ihnen fertig zu werden. Haben Köder ausgelegt und wollten den Biestern auflauern. Nur waren sie größer, als wir erwartet hatten. Okay. Die Fäule hat sie wohl hergetrieben. Sie müssen auf der Suche nach Beute sein. Wir hatten gehofft, sie wären ausgehungert und schwach. Aber der Hunger macht sie wild. Martha vertraut dir, also musst du was können. Bitte hilf uns, töte das Rudel. In Ordnung. In Ordnung. Wilde Wölfe sind eine Gefahr für alle. Ja, genau das sage ich doch. Ich wette, die hungrigen Biester sind noch da drüben. Verschlingen den Köder.
Wenn du sie alle erledigt hast, dann geh weiter über die Brücke. Dort wartet Bryce. Er sollte wissen, dass er rüber kann. Gut, ab mit dir! Und man muss auch sagen, Final Fantasy 16 ist sehr brutal und auch sehr konsequent, was Gewalt angeht und auch die Darstellung davon. Also ich habe noch keinen Final Fantasy Teil so viele Äxte in Gesichter fliegen sehen. Das war's. Jetzt finde ich diesen Bryce und gebe ihm Bescheid. Und dann das Schloss aufsteigen. Ich kenne die Szene nicht. Ja, aber das ist ja auch schön. Also, das ist ja eh immer das Schöne, dass sich Elemente aus den Spielen wiederholen. Mit diesem Wiedererkennungswert. Das wird nicht einfach. Okay, ich habe keine Heiltränke. Das wird interessant. Hilf mir! Schnell, meine Wunden! Ich muss das schnell beenden. Ich glaube, wir sollten den Kampf abbrechen und gehen. Der Hundi hat mich immer nur so um 10 geheilt. Die Brücke nach Eastpool wurde repariert. Andere Richtung ist der Händler. Wir kaufen Tränke. Ich hatte gehofft, ich könnte noch etwas faulen. Ja. Wieder was ich vorhin vergessen habe. Was brauchst du? Hm. Ah, jetzt habe ich wieder Tränke. Cool. Dass man auch nur so wenig haben darf. Ja, was der Titel halt auch gut macht, dass das nicht wieder so eine riesige, erschlagende Open World ist, sondern so eine instanzierte Open World. Dass du seine Gebiete hast, aber nicht einen großen Planet. Also. Ich hätte Bahamut hier in dem Titel gestern gerne noch mal ein bisschen besser gesehen. Der war ja schon sehr. War ein sehr kurzer Einblick. Haben wir den Tab aufgemacht. War nur ein kurzes Vorstellen, ja. Warum sie wohl immer noch dran fressen? Bist du Bryce? Was geht dich das an, Träger? Dein Freund wollte, dass ich die Wölfe töte. Also habe ich sie getötet. Ich soll dir glauben, dass ein Träger das ganze Rudel erlegt hat? Andererseits, bist du über die Brücke gekommen?
Donnerwetter, bist ein ganz harter, was? Frederick, du Schlitzohr. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, Bestien auf Bestien zu hetzen. Du hast uns gut gedient. Richte deinem Herrn unseren Dank aus, Träger. Einfach wie so ein Plebro behandelt werde die ganze Zeit so. Der Sklavenjunge. Ey, dieses 25% mehr Geld ist schon gut. Ein Brandmal sagt Sklavenjunge, ja. Grünbünden. Ey, es gibt bestimmt einen Ort in Deutschland, der Grünbünden heißt, oder? Hundertprozentig. Goblin-Münze. Echt? Gibt's nicht? Grünbünden gibt's nicht? Das klingt so nach so einem Dorf. Halt einfach. Irgend so eine Ortschaft. Neben Rotenhagen oder so. Graubünden in der Schweiz. Ah, okay. Sieh doch. Die Windmühlen. Das ist Eastpool. Ha, Philipp. Wenn man das stirbt, ist das dann Deadpool. Das nur! Der Friedhof heißt da bestimmt so. Flieg-Antilope! Die Brutal wollen sie Antilopen hinrichten, ja. Als Junge war ich einmal mit Kommandant Murdoch hier. Doch das war ein anderes Rosaria als heute. Erstmal Vogelscheuche hauen.